Hi Leute, Dennis hier von Stramme Leine. Ich bin heute in einer etwas ungewöhnlichen Mission unterwegs und zwar wurde ich von einem Kumpel gefragt, der Guide ist in Amsterdam, ob ich nicht für ihn seine drei Kunden übernehmen kann, weil er heute leider ja verhindert ist und weil ich so schlecht Nein sagen kann und weil ich die ganze Aufgabe ja auch ein bisschen ja, reizvoll finde, habe ich ja gesagt und ja, ich fahre jetzt nach Amsterdam und treffe mich dort mit drei Leuten, die ich nicht kenne. Ich habe natürlich einen kleinen Vorcheck gemacht und mal mit denen telefoniert, um zu gucken, was können die anderen schon und was können die nicht. Ja, die haben anscheinend schon ein bisschen Erfahrung. Und ansonsten alles Weitere werde ich jetzt gleich feststellen. Ich habe für Amsterdam natürlich alles Mögliche für Barsch und Sander eingepackt, sprich kleine Gummis für Dropshot oder fürs Jiggen. Ich habe auch kleine Köfis dabei, ich habe Tauwimmer dabei, wenn halt nichts gehen sollte. Und ja, ich bin gespannt. Ich habe mich versucht, in die Lage zu versetzen der drei. Und zwar, wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt irgendwo Kunde, habe ich auch gewisse Erwartungen. Und das möchte ich natürlich erfüllen. Mein Ziel ist es, die drei auf jeden Fall zum Fisch zu führen. Ja, und ob das klappt, das werden wir sehen. Euch viel Spaß beim Zuschauen. So, die drei Herrschaften sind angekommen und haben gerade eine kleine Einweisung bekommen. Wir können auch alle drei schon angeln. Und ja, wir versuchen uns erstmal mit Dropshot an zwei Routen und einer kleinen Gummis am Jigkopf. Ich werde mir vielleicht auch nochmal gleich noch schnappen, aber ich gucke erstmal, was die Jungs hier machen. Das sieht schon ganz gut aus hier. Ja, gucken wir mal, ob was geht. Aber da, wo die Kleinen sind, noch die Großen. Oh, der erste Fisch. Ja, geil, guck mal. Petri. Zweiter Wurf, danke. Zweiter Wurf und der erste Fisch. Cool, auf Dropshot. Auf Dropshot, genau. Ja, Petri, sehr geil. Ja, das fängt doch gut an. Der Tobias, ey. Sehr geil. Der sieht sogar besser aus als der erste, ne? Was besser am Arsch, ja. Was ist denn da? Schön Barsch? Oh ja. Sehr geil, Tobias. Sehr cool. Ein schöner Barsch. Der hat vielleicht sogar schon 30 cm oder so, würde ich sagen. Ja, es geht in die Richtung, ja. Geil. Ja, warte. Dritte, nee, vierte Wurf, zweite Fisch, ne? So ungefähr, ja. Geil. Sehr schön. Petri. Thank you. Ja, die Leute freuen sich auch. Das ist Amsterdam. So, oh, ich hab einen Zander. Ach was. Zander. Das gibt's doch. Der Guidefisch mit. Oh ja, tatsächlich. Kann man ja. Geht das? Ja, da ist er. Stark. Petri. Dankeschön. Ja. Schöner Auftakt, oder? Ja, wunderbar. Auf jeden Fall. So kannst du. So, und der Tobi mit dem nächsten. Etwas kleinerer. Jetzt sind wir trotzdem voll weggeballert, ne? Ja, der hat sich den komplett inhaliert, ja. Tobias, was sollen deine Kumpels dazu sagen, wenn du die ganze Zeit abräumst? Der nächste. Wir müssen hier rüberkommen. Der Tobias sagt, ihr müsst hier rüberkommen. So, ich muss sagen, dass ich natürlich schon ein bisschen erleichtert bin, dass jetzt hier schon ein paar Fische gingen. Ich probiere es jetzt nochmal mit einem kleinen Köfi aus am Dropshot und guck mal, ob das vielleicht auch nochmal zum Fisch wird. Denn ich möchte herausfinden, was heute am besten läuft für die drei. Okay, alles klar. Sehr geil, du hast was drauf. Ich hole kurz den Kescher. Da ist er. Hier zwischen den Fahrrädern hier. Ja, mittendrin. Ja, geil. Sehr schön. Ja. Der erste Amsterdam-Zander für dich. Der allererste. So, der Tobias hat schon wieder einen kleinen Barsch dran. Und währenddessen, ich habe dem Holger jetzt mal eine Posenmontage mit Köfi gebaut. Weil er einfach ganz gerne mit Pose angelt. Und gut, dass ich einen im Rucksack dabei hatte. Also, immer schön flexibel bleiben, heißt es doch, ne? Tobias angelt alle in Grund und Boden. Das sieht nach Zander aus, oder? Ja. Schöner Zander. Petri, mein Lieber. Das ist er da. Den wolltest du doch. Ja, genau den wollte ich. Deswegen sind wir hier. Und es hat funktioniert. Ja. Super. So. So. Die Brücke hier ist auf jeden Fall links.
ein Zander sogar. Ja. Stark. Ja, Spritzer. So kann es auch gehen. Ja, jetzt auch gehen. Stark. Petri. Aber Ziehfisch. Ja. Jawohl. Der nächste Fisch ist drauf. Du fängst aber alles heute. Wenn es sein muss, ohne Bleie. Sehr schön. Also Friedfisch geht auch. Tatsächlich. Komplett so weggeholt. Ja, geil. Aber Vielfalt ist da auch schön. Ja, es kann auch mal was anderes dabei sein. Hör mal auf. Schön bleiben. Ja, Petri, ey, läuft bei dir heute. Ja, bis jetzt. Alter, ey, erster Ruf hier. Ah, ich hab's doch gesagt, ne Brasse. Ich hab's doch gesagt. Ja. Ich hab's doch gesagt, jetzt mal regulär gebissen. Nee. Krass, tatsächlich. Ein Klodeckel, ich hab's momentan mit dem Brassen. Oh, wir haben es schon gesehen, ne? An der Oberfläche. Ja, Hammer, ey. Ah, ab. Ja. Oh, dann stinkt der Kescher wenigstens nicht. Ist auch gut. Oh, was ein Einschlag, ey. So. Und der Kevin auch mit einem schönen Dropshot-Barsch. Ja, sehr geil. Super, so kann es weitergehen. So, also die Barsch haben wir auf jeden Fall gefunden. Jetzt fehlt nur noch den Zander hier. Oh, der Tobi im Drill mit Zander. Catch and Release. Direkt da. Sehr gut. Petri, mein Lieber. Ja, danke dir. Oh, hier ist er, ja. Hier unten. Oh, ein richtig fetter Barsch. Richtig fetter Barsch. Richtig schöner, fetter Barsch. Oh ja. Oh. Oh, ja. Oh ja. Da ist er. Da ist er. Holger, ey. Mega. Einmal hoch. Boah, Holger, ey. Dein erster Barsch? Ja, erster Barsch. Ey, und gleich ein 38er. Ey, wie geil ist das denn? Sehr geil. Ja. Sehr schöner Barsch. Boah, fett, ich freue mich für dich. Ja. Und wieder zurück damit. Wir sind in Holland. Der Holger ist das zweite Mal in seinem Leben angeln. Ja. Und hat jetzt gerade tatsächlich seinen zweiten Fisch überhaupt gefangen in deinem Leben, ne? Genau. Und ja, also ein 38er Barsch ist natürlich mega geil. Ein ganz großer Hausnummer, echt cool. Auf dem Wurm, weil wir haben gemerkt, der Naturköder läuft ganz gut. Ich habe gerade schon mit einem kleinen Köderfisch ja, ein paar Barsche gefangen und mit Wurm ging auch immer was. Und der Holger war jetzt eher so der Freund davon, hier mit einer Pose und Wurm zu angeln, macht ja auch Bock und hat in dem Fall auch einfach echt funktioniert. Sehr gut. Ja, ich freue mich für dich. Sehr gut. Kevin? Ist es so raus? Ist es so raus, ne? Sehr gut. Der nächste Fisch. Ja, schöner Barsch. Schön raus erwischt. Sehr gut. Jetzt ist schon der nächste Barsch. Oh, der Tobias grillt schon wieder. Sehr schön. Ja. Sehr schön. Oh je. Kevin, du bist gerade ein Hecht draufgekriegt. Die Hechte waren aber nicht geplant, du. Nö. Nee. Aber geil. Hoffentlich ist das mit dem Fluorocarbon. Boah, was ein Räumel, ey. Schön Hecht. Richtig schön Hecht. Na komm. Boah, komm. Ja, ja, ja. Ja, ja. Oh. Stark. Starke Nummer.
Mann, ey. Super. Ja. Richtig geil. Ja, aber das Kuppel voll. Recht Barsch Zander. Ja. Alles. Einmal durch. Darauf hast du auch einen ruhen Kick essen. Einmal einen ruhen Kick. Ja, nee, geht nicht. Das muss so köttert werden. So, pass mal auf. Hört mal die Schnur. Schön, echt. Sehr gut. Meine Zoom ist drin. Ah, geil. Echt super geil. Dickes Petri, mein Lieber. Danke. Komm, ab in den Sprungbahnkescher und dann packen wir ihn zurück. Genau. So, Kevin. Sehr geil. Auch so ein kleines Ding, ne? Genau. Ja. Du hast auch ohne Seiten haben wir es gemacht jetzt? Ja, genau. Ohne. Einfach aufgeknotet, einmal vorne drauf. Ja. Das ist immer gut gezogen, wollte er direkt haben. Ja, mega geil. Sauber. Mit dem Fluorocarbon hast du mal geguckt. Ja. Ja, müssen wir vielleicht mal neu machen, ne? Mal machen, ja. Aber das war der haarscharfe Nummer, ey. War schon stark. Super. Also, ich bin jetzt schon mal total erleichtert. Die drei Jungs haben Fisch gefangen. Ich angle jetzt auch mal ein bisschen mehr mit. Ja, das ist echt total geil. Die haben Fisch gefangen und ich freue mich. Das hat geklappt. Das ist schon mal sehr geil. Die Frage vielleicht, warum ich so eine riesen Ikea-Tüte mit mir rumschleppe, ist ganz einfach zu beantworten. Ich habe nämlich für die Jungs hier so Köderkisten vorbereitet. Zum einen natürlich mit ganz viel Dropshot-Ködern, weil das einfach echt am besten funktioniert hier in Amsterdam. Wir können auch größere Köder fischen mit Jigköpfen und so. Dann wäre die Frequenz aber nicht so gut, wie sie jetzt ist. Ich habe natürlich also hier Dickköpfe und Gummiköder dabei. Ich habe für die Jungs ganz viel Fluorocarbon und Haken dabei, Blei und so weiter. Und so, ich habe mir gedacht, wie würde ich am liebsten geguidet werden? Ach ja, ich habe hier noch Würmer und Köderfische. Aber ich finde Kekse ganz wichtig für die Moral und Getränke. Ja, und bis jetzt bin ich echt mit dem Tag rundum zufrieden und ich hoffe, die Jungs auch. Aber ich glaube, bei der Frequenz ist das schon echt eine runde Nummer hier. Sehr gut. Nach zwei Aussteigern und zwei Fehlbissen hast du dir den echt verdient. Ja. Ja, schöner Barsch, wo ganz vorne ganz knapp gehakt. Ja, okay. Sehr Fischchen. In dem Fall. Ja, sehr geil. Kescher? Aber, ja, sieht so aus. Was ist das? Ein Zander! Ja, Zander. Und wieder für Spaß. Hast du dir den Barsch geschnappt als Köderfisch? Ich hab mir den Barsch geschnappt. Ja, sehr geil. Sag mal. Oh, hier. Auch wieder ganz schön knapp, ne? Das ist ja noch rausgekommen, das hier. Sehr gut. Ja, was mir halt immer wieder positiv auffällt, ist, dass die Leute echt dem Angeln gegenüber total aufgeschlossen sind. Die drei hinter mir sind jetzt wieder in irgendeinem Gespräch vertieft. Die Leute fragen, sind interessiert. Total geil. Das passiert bei uns leider doch viel zu selten. So, nach einer Rundreise durch die gesamte Stadt von Amsterdam sind wir jetzt nochmal an unserem Ausgangsspot und wollen nochmal die letzten Fische fangen. Und ja, hoffentlich fängst du auch nochmal ein. Schönen Zander. Ja, ich hoffe. Ne? Ja, Holger. Ja, noch was. Auf den Köfi. Eine Runde. Wie ist das so groß wie der Köfi selber, oder nicht? Gefühlt, ja. So, ich hab den Kevin gerade mal gesagt. Wir sollen mal so ein bisschen eine Spundwand schleppen machen, beziehungsweise keine Spundwand hier, sondern einen Steg schleppen. Du hattest gerade einen Barsch drauf, ne? Ja. Das ist einfach immer wieder effektiv. Ja, immer schön Grundkontakt suchen, ne? Ich tue es immer nur, das ist ganz leicht. Das kann über den Grund rüber ziehen. Ja, jawohl, du hast das Triple voll, mein Lieber. Ja, voll aus. Ah. Stark. Guck mal, er hat das Triple voll heute hier. Keine Riese, aber? Kevin hat ja, aber den Ziehfisch erwischt. Schön vorne. Mit dem Köderfisch oder? Ne, mit dem Tauwurm. Mit dem Tauwurm. Ja, guck mal, wenn es schwierig läuft, ne? Jetzt Zander. Ja, schön. Sauber. Petri. Danke. Sagen, das ist ein schöner Abschlussfisch. Ja, perfekt. Wieder auf eine Mischung aus Wurm und so einem Krebs hier. Tja. Geil. Na dann, Petri. So Leute, das war unser Tag in Amsterdam. Für mich die Herausforderung als Guide. Ja, total geil, wenn alle was gefangen haben. Also das freut mich tierisch. Der Plan mit den Zandern ist aufgegangen, waren zwar nicht die ganz großen Barsche. Ja, hammermäßige Frequenz. Und ja, der Holger mit einem schönen 38er Barsch. Überhaupt der zweite Fisch in seinem Leben und dann gleich so eine Granate. Einfach genial.
Mittlerweile ist es proppenvoll hier. Es ist der Wahnsinn, was hier in Amsterdam auf einen Sonntag abgeht. Ja, aber was für eine geile Angelei. Dropshot hat auf jeden Fall gerockt. Das mit dem Jiggen, ja, das hat nicht ganz so gut geklappt. Es hat alles funktioniert. Naturköder, Kunstköder, irgendwelche Würmer, Krebs, was auch immer. Ja, wir hatten eine Menge Spaß. Hoffe ich doch. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich hoffe, ihr auch. Lasst uns einen Daumen da für dieses Video. Ja, ansonsten euch am Wasser eine Strammeleine. Macht's gut, bis bald. Euer Dennis. Ciao.